Der Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen fokussiert im Wesentlichen natürlich auf die Suderburger Traditionen mit dem Wasserbau, der konstruktive Wasserbau, aber auch der Siedlungswasserbau und zusätzlich natürlich alles das, was im Straßen- und Verkehrswegebau gemacht wird. Das heißt, wir bedienen hiermit die Industrie. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Wasserversorgung, Wasserentsorgung. Und wenn wir wissen, dass etwa 1 Milliarde Menschen auf dieser Erde kein sauberes Trinkwasser haben und die Zahl ist noch steigend, dann wissen Sie, wo die eigentlichen Schwerpunkte unserer Arbeit liegen. Ich denke, da ziehen wir alle hier, die Kollegen, die hier tätig sind in diesen beiden grundständigen Studiengängen Wasserwirtschaft und Bodenmanagement und Bauingenieurwesen dual, alle an einem Strang. Wir sind alle Praktiker, wir kommen alle aus irgendwelchen praktischen Berufen. Ich habe also mehrere Berufsleben hinter mich gebracht. Auch dafür mache ich Reklame, dass die Leute neugierig werden, immer wieder was Neues zu machen. Ich habe mal in der Bauindustrie gearbeitet als Bauleiter. Ich habe dann bei einer Berufsgenossenschaft gearbeitet, in meinem zweiten Berufsleben, in meinem dritten für eine amerikanische Consulting-Unternehmung. Und in der vierten bin ich jetzt Professor und habe noch eine Ingenieurunternehmung. Das heißt also, hier ist immer ein enger Bezug zur Praxis gegeben und dadurch zeichnen sich bei uns auch die Vorlesungen aus. Das Engagement der Professoren hier bei uns ist sehr stark ausgeprägt. Man hat mir, als ich damals eingestellt wurde, gesagt, du musst dich darauf einstellen, dass die Leute dich auch mal am Samstag anrufen, wenn sie zu ihren Projektstudien arbeiten oder zu ihrem Entwurf, den sie machen, oder zu einer Diplomarbeit eine Frage haben. Diese Interaktion zwischen Studierenden und Lehrenden ist bei uns außerordentlich gut ausgeprägt. Dies arbeiten in kleinen Gruppen, gerade in meinem Fachgebiet, in der Altlastensanierung und im Flächenmanagement, Flächenrecycling, dann doch einfach sehr vorteilhaft ist. Was wir auch versuchen, ist, dass wir unsere Berufserfahrung, die wir ja mitbringen, auch einbringen in die Lehrveranstaltungen und in die Seminare und ihnen dann auch zeigen, wo sie aufpassen müssen, wie sie sich organisieren, wie sie lernen, auch ein Projekt durchzuführen und all diese Dinge. Mich hat hier interessiert, einmal mit jungen Leuten etwas machen zu können, Forschungsarbeiten machen zu können, gleichwohl aber sehr praxisnah arbeiten zu können. Und insofern natürlich in diesen idealen Randbedingungen mit den Laboren, mit den hervorragenden Ausstattungen, die wir haben, auch meine Fächer, die ich ja hier vertrete, nämlich Altlastensanierung, Projektmanagement und Baubetrieb, auch lehren zu können. Bauwirtschaft heißt eben, mit Menschen zusammenzuarbeiten, Einzelprojekte zu entwickeln und zu errichten. Und Bauingenieurwesen, ein Bauingenieur auf der Baustelle ist heute auch ein Manager, er ist ein Kommunikator. Und derjenige, der all diese Eigenschaften mitbringt, ist hervorragend für so etwas geeignet. Derjenige, der es nicht mitbringt, hat seinen Arbeitsplatz später im Planungsbüro und ist dort genauso wichtig. Das heißt also, der große Bedarf an Bauingenieuren, den wir haben, den können wir im Moment schon lange nicht mehr abdecken. Und diese Situation wird sich in den nächsten 10 Jahren noch dramatisch verschlimmern. Bei uns sind Forschungsprojekte auch immer angewandte Forschungen. Das heißt also, es geht immer um Fragen aus der Praxis an uns Hochschullehrer, die wir hier zu beantworten haben. Das heißt, dieser Transfer, diese Interaktion zwischen Wirtschaft, aber auch Verwaltung und Hochschule ist systemimmanent. Wir wissen also, welche Belange dort gefordert sind, welche Ausbildungsprofile gefordert sind. Und ich glaube, deshalb sind wir auch sehr dicht dran. Die Suderburger selbst zeichnen sich dadurch aus, dass sie erstmal eine sehr große Alumni-Gesellschaft haben, also ehemalige, die sich immer wieder treffen, die Hochschule sponsern. Und das sind etwa 850 Leute, die verdrahtet sind quer über die Republik, sodass man so in etwa schon von einem sehr guten Bekanntheitsgrad der Suderburger Wasserbauer reden kann. Das heißt also, wenn sich bei uns jemand, ein Absolvent aus Suderburg, woanders bewirbt und er ist im Wettbewerb mit anderen Studierenden, wird er immer einen Vorteil darin haben, dass er eben auf diesen Traditionsstandort Suderburg kommt. Ich würde sagen, die Berufschancen für einen Absolventen in Suderburg sind sehr gut, weil die Professoren hier nicht nur gute Ansprechpartner sind, sondern sie agieren halt auch als Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Studenten. Das heißt, man kann später sehr leicht in einen Beruf reinfinden. Ja, in erster Linie kann ich sagen, dass ich dieses Studium absolut nicht bereue. Ich hatte eigentlich ursprünglich geplant, was anderes zu studieren und bin eher durch Zufall hier nach Suderburg gekommen und bin eigentlich schon vom ersten Tag sehr begeistert von dem Angebot gewesen, was wir Studierenden hier vorgesetzt bekommen. Wir haben einmal hier in Suderburg das Studentenwohnheim, wird ab und zu auch mal gefeiert hier. In der Uni selber werden auch abends Aktivitäten angeboten. Man kann seine Freizeit hier sehr individuell gestalten.
Die Vernetzung und die Internationalität des Standorts Söderburgs nimmt man wahr, indem man schon weiß, dass man sein Praktikum auch im Ausland machen kann. Man kann sich hier an verschiedene Personen oder Professoren oder Mitarbeiter wenden, die so ein Praktikum auch vermitteln können. Das würde ich den zukünftigen Studierenden noch mitgeben.